Ich lese das Solinger Tageblatt von Dienstag, den 24. Dezember. Das ist diese Zeitung. Und auf dem Titelblatt heißt es: Angela Merkel überholt Konrad Adenauer. Die Kanzlerin ist am zweitlängsten im Amt. Berlin. Punkt. Kurz vor Weihnachten hat Bundeskanzlerin Angela Merkel, in Klammern CDU, den ersten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland eingeholt. Mit genau 5.143 Tagen war die 65-Jährige am Sonntag genauso lange im Amt wie einst Konrad Adenauer. Merkel ist seit dem 22. November 2005 Bundeskanzlerin. Länger als die beiden war bisher nur Helmut Kohl im Amt. Der Kanzler der Einheit brachte es auf genau 5.869 Tage als Regierungschef. Kohls Rekord könnte von Merkel nur gebrochen werden, wenn sie nach der nächsten Wahl, die spätestens 24. Oktober 2021 stattfinden muss, noch lange geschäftsführend im Amt bleiben müsste. Etwa, weil sich Koalitionsverhandlungen lange hinziehen. Vizekanzler Olaf Scholz, in Klammern SPD, hat derweil ausgeschlossen, dass die SPD einen CDU-Kanzler oder eine CDU-Kanzlerin im Bundestag vor Ablauf der Wahlperiode ohne Neuwahl mitwählen würde. Wir haben einen Koalitionsvertrag mit Angela Merkel unterschrieben. Der gilt bis 2021. Und wir haben einen Koalitionsvertrag, ist ein Zitat, Zitat Ende, sagte er. Und das ist eine DPA-Meldung. Tschüss.